Vielleicht noch mal ganz interessant, gestern gab es zwei Berichte, einer in der ARD, einer in der ZDF, und das läuft für mich absolut unter dem Thema Propaganda. Wir sind in einer eskalierenden sicherheitspolitischen Situation, wo wir sehr, sehr große Gefahren sehen, wo große Kriegsvorbereitungen in allen möglichen Ecken getroffen werden, wo wir hohe Probleme haben, und natürlich werden da auch medial entsprechend alles unternommen, um das zu unterstützen. Und je hysterischer die Zeiten werden, umso offener tritt Propaganda zutage, und das, was wir gestern dann da auf ARD und ZDF gesehen haben, lässt sich anders gar nicht beschreiben. Das geht los mit einer ZDF-Sendung, mit einem ZDF-Beitrag im Heute-Journal. Da geht es um neue Sanktionen gegen Russland und dabei ein großer Bericht über die Bombardierungen in Aleppo mit dramatischen Bildern, mit Kindern in Not und wirklich herzzerreißende Bilder, die mit Sicherheit berechtigt sind, die mit Sicherheit auch die das Leid vor Ort zeigen, wobei man das gar nicht nachempfinden kann, was dort wirklich bei der Bevölkerung vor Ort passiert. Aber es wurde mit aller Dramatik gezeigt, was die bösen Russen da in Aleppo anstellen. Parallel dazu läuft auf der ARD ein Bericht über die Fregatte Augsburg, die jetzt gerade als Unterstützungsschiff, als Kriegsschiff den Flugzeugträger Charles de Gaulle der Franzosen im Mittelmeer begleiten, die momentan Anflüge und Bombardierungen in diese Gegend, in den IS fliegen. Dort wird dann vor blauem Himmel gezeigt, die tolle Mannschaftsbesatzung, wie toll die Motoren der startenden französischen Kampfflugzeuge klingen, welch starke Gasturbinen an Bord der Fregatte Augsburg dieses Schiff zu einem wunderbaren technischen Meisterwerk machen, und immer wieder die tollen Bilder mit lachenden Soldaten, die sich fotografieren und freuen, wie toll doch diese wunderschönen Maschinen der Franzosen abheben. Und so am Rande mal gefragt, machen sich eigentlich Gedanken, was die gerade, wo die jetzt hinfliegen, was sie machen? Ach nö, eigentlich, wir machen hier unseren Job. Und damit endet auch dieser Bericht. Es wird dieser wunderbare Flugzeugträger gezeigt und wie toll wir jetzt hier gegen den IS vorgehen mit Präzisionsmaschinen, Präzisionsflugzeugen und den wunderbaren deutschen Kriegsschiffen, die das alles nur wunderbar unterstützen. Das, meine Damen und Herren, das ist Kriegspropaganda. Kein Bild, was diese Flugzeuge machen, wo die ihre Bomben abladen. Und es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass unsere Bomben nur die raussuchen, die sie treffen sollen. Auch da wird zwischen Reihen, gibt's große Fälle, große Folgen für die Zivilbevölkerung, viele, viele Todesopfer in der Zivilbevölkerung. Das wurde in diesem Beitrag nicht gezeigt. Und das ist dann die Propaganda, bei den einen den Horror zu zeigen und bei den eigenen nur die klinischen Bilder vor blauem Himmel und die tollen Maschinen. Das ist Kriegspropaganda pur. Und derzeit startet die große Offensive auf die Millionenstadt Mosul. Aber die wird ja von den Guten geführt, nur von unseren Leuten, von denen, die uns unterstützen, den guten Rebellen, den irakischen Militärs und natürlich unseren Luftstreitkräften. Und das wird von den Guten geführt, und deshalb, da geht es ja nur um die Befreiung und Niederschlagung des IS. Davon ist auch die Rede in den Medien. Die zivilen Opfer, die werden wohl nur am Rande erwähnt werden. Da werden ebenfalls 1,5 Millionen Menschen sind davon betroffen in dieser Stadt Mosul, die jetzt momentan hier genau in diesem Bombenhagel sitzen. Aber die Bomben- und Artilleriegeschütze unserer Verbündeten, die können ja ganz genau unterscheiden und treffen nur die mit terroristischer Gesinnung, was immer die jeweilige Granate darunter versteht. Also das ist Kriegspropaganda pur, was wir hier machen. Und das war zu allen Zeiten so. Man sollte sich nur darüber im Klaren sein, was hier passiert. Und von dieser unabhängigen Journalismus, das sollte man wirklich mit vielen Fragezeichen versehen.